So, servus lieber YouTuber, liebe Soundfans. Wie im letzten Video schon ja, mehr oder weniger angedroht, habe ich ja schon gesagt, dass ich von der 1044 ein Video machen möchte und zwar mit allen drei aktuellen Lüfterbauarten, die ich für Loxon 5 und auch für 4 gemacht habe. Und zwar starten wir hier mit der Rocco 1144. Mit den niedrigen Lüftern, die auch ein dementsprechendes Soundprojekt drauf hat. Ja. Loxon 5 Decoder ist drin. Wir werden mit dieser Lok hier starten und einfach das ganze Prozedere durchnehmen, wie immer. Aber natürlich meine ich damit nicht das volle Prozedere mit allen Sounds, sondern es geht hauptsächlich um die Lüftergeräusche. Und auch ein bisschen um das Fahrgeräusch, was ja in Kombination mit den Lüftern läuft. Ja. Den Rest kennt ihr eh schon. Da werde ich euch auf jeden Fall verschonen. ja, wir starten hier eben mit den Lüftern von der niedrigen Bauart. Für das Aufrüsten verwenden wir jetzt nur diese Sequenz der Lok. Beim zweiten Lüftergeräusch, welches dann da hinten folgt mit der Pico 1044, welche die hohe Bauart hat, werden wir dann direkt vom Standgeräusch weg starten, ja. Und bei der letzten Lokomotive, das wird dann wieder sie sein, nur wird die letzte Lok, also das letzte Lüftergeräusch mit der glatten Bauart während des Videos auf sie draufgespielt, ja. Und danach auch mit dieser Lok abgerüstet. Also nicht wundern, wenn ihr die Lok zweimal seht, ja. Jetzt kommt dann mal die Sequenz hier mit ihr, mit der niedrigen Bauart. Und wir starten mal, ja? Los geht's. So. Ja, die Lok ist teilaktiviert. Das Standgeräusch ohne Lüfter ist jetzt mal aktiv. Und wir werden jetzt dann mal davon weggehen, von dem Teil. Und zwar, ich werde den Lüfter jetzt einschalten. Jetzt ist eben aktuell, wie gesagt, Lüfter niedrige Bauart von der 1044, 1144. Ja? So, los geht's. Lüfter niedrige Bauart. So. Ja, ihr hört schon, ein sehr klarer Sound. Der Loop ist auch ein bisschen besser geschnitten als über den anderen zwei verschiedenen Lüftern, die ich früher hatte. Wobei ich bei den früheren Lüftern nicht wusste, welche das sind. Dank Taurus-Fan habe ich natürlich wieder hier den Vorteil, dass ich eben diese verschiedenen Lüfter bekommen konnte. Und zwar sind sie eigentlich vier. Aber bei der vierten, auch nicht bei der Schallgedämpften, habe ich mich aus zwei Gründen entschieden, eben daraus kein Sound, also keine Version zu machen. Weil einerseits bei den Schallgedämpften man eben diesen typischen Charakter eben nur sehr, sehr schwach hört von ihrem Lüftergeräusch. Und dann zweitens in einer Loop-Aufnahme, da hört man ein bisschen Vogelgezwitscher, was an sich zwar lustig ist. Und auch irgendwie wirklich ganz witzig ist, aber beim Soundprojekt, wenn das halt immer alle 4-5 Sekunden kommt im Loop, ja, das ist dann ein bisschen, ja, ein bisschen mühsam, ja, wenn man das halt so hört.
Aber ansonsten auf jeden Fall nochmal ein riesiges Dankeschön an Taurus-Fan für die Aufnahmen. Hat mich sehr gefreut, hat auch Spaß gemacht, das alles zu machen und dementsprechend zu testen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal gleich weiter. So, also hier Lüfter niedrige Bauart im Standgeräusch. Ich werde jetzt gleich manuell auf den starken Lüfter hochschalten. Dann hört ihr es nämlich im Stand besser als beim Fahren. So, los geht's, starker Lüfter. Und wieder zurück. So. Ja, die Lüfterfunktionen sind wie gehabt. Wenn ich aufrüste mit F1, dann läuft das Programm ab, was ihr beim Starten gehört habt. Ja? Mit 9 schalte ich den Lüfter überhaupt ein. Ja? Mit 10 kann ich den Lüfter im jetzigen Zustand halten oder runterschalten. Ja? Bedeutet, hier im Standgeräusch bleibt der Lüfter oder kommt zurück, sollte er im Starten sein. Ja? Mit 11 kann ich den Lüfter manuell, egal ob die Lok steht oder fährt, in den starken Lüfter schalten, es sei denn, 10 ist aktiv, also dass der Lüfter eben unten bleibt. So, das sind einmal diese Funktionen, die habe ich auch bei meinen Loksound 4 Versionen genau gleich gemacht, nur funktioniert das dort ein wenig komplizierter, weil ich über die Funktion Share das eben regeln muss. Und beim Loksound 5 mache ich das über die Funktionen Shift 1, 2, 3. Das heißt, da muss kein weiterer Soundslot laufen für das, ja? Was natürlich ein Vorteil ist. So, ich würde sagen, der Lüfter ist jetzt im vollautomatischen Betrieb. Bedeutet, beim Beschleunigen und beim Abbremsen ist der Lüfter in der hohen Stufe und nach Erreichen der vorgegebenen Geschwindigkeit schaltet er wieder zurück auf den jetzigen Zustand. Ja? Wir hören uns das jetzt im Fahren an und ich würde sagen, wir starten. Wir fahren los. Los geht's. Halbe Kraft. Jetzt bleiben wir stehen, hier im Bahnhof. So. Jetzt schalte ich auf volle Kraft aus dem Stand. Also auf maximale Geschwindigkeit. Und dann könnt ihr natürlich immer zwischen den Sequenzen hin und her switchen und euch das dann mal anhören direkt. Ja? Los geht's. Maximale Geschwindigkeit ist erreicht. Jetzt schalten wir mal auf die Hälfte zurück. Und jetzt bleiben wir hier stehen.
So, jetzt werden wir den Lüfter unten halten im Standgeräusch und werden jetzt mal so Gas geben, als erst auf die halbe Geschwindigkeit. Jetzt schalten wir volle Kraft. Und volle Kraft ist erreicht. Um was geht's mir hier? Mir geht es darum, dass man den Lüfter trotz voller Kraft mit der Lok alleine noch gut hören kann. Und zurück. So, das, was die Lok auch kann, ist, wenn ich den Lüfter ausschalte während des Fahrens, ja, kommt, das kennt ihr glaube ich eh schon, aber dann kommt die Meldung, also diese Warnmeldung, dieser Ton, dass der Lüfter aus ist. Und ich habe es so eingestellt, dass beim Ausschalten die Lok auch dann bis zum Stillstand stehen bleibt, außer der Lüfter wird wieder eingeschaltet. Es kommt auch darauf an, wie schnell die Lok unterwegs ist, weil sie ja zeitverzögert ist. Ich werde jetzt einfach einen starken Lüfter einschalten, ein bisschen fahren und dann den Lüfter mit der Taste 9 während der Fahrt ausschalten. Los geht's. So, halbe Kraft ist erreicht und im Bogen werden wir den Lüfter ausschalten, nämlich jetzt. So. Für diese Funktion habe ich extra sogar vom starken Lüfter ein eigenes Sample gemacht, wo man vom starken Lüfter sofort in den Standlüfter zurückkommt und dann gleich ins Ausschalten geht. Das ist ein einziges künstlich gemachtes Sample. Ja. Würde man das nicht hören, diesen Ton, diesen Warnton, dann kann man dieses Sample sehr gut erkennen und es ist auch gut erwischt, es ist recht gut geschnitten und die Töne von der Tonhöhe so angepasst, dass sie ziemlich gut ineinander greifen. Da muss man manchmal ein bisschen künsteln, wenn man keine fixfertige Aufnahme hat. Der Vorteil, wenn man das künstlich machen muss, ist aber, dass man die Zeit ein bisschen verkürzen kann auch. Also die Dauer, wie lange es braucht, vom starken Lüfter runterzuschalten auf Null. Ja? Damit kann ich mir ein paar Sekunden sogar ersparen. Das ist der Vorteil, weil ich halt nicht daran gebunden bin auf eine fixfertige Aufnahme. So, ich habe noch immer den starken Lüfter mit 11 aktiviert. Aber Nummer 9, Lüfter ist aus. Starker Lüfter ist aktiviert, Lüfter aber noch nicht im Allgemeinen. Und der Regler ist auf Fahrstufen. Jetzt schalte ich den Lüfter wieder ein und dann werdet ihr etwas hören. Habt ihr es mitbekommen?
Ich habe auch für das Starten von Null auf den ganz starken Lüfter ein eigenes Sample gemacht. Ich zeige das nochmal im Stand. So, starker Lüfter mal ein mit 11. So, 9, also Lüfter ist allgemein aus. So, nochmal zum Zeigen. 11 ist ein. Lüfter ist im Allgemeinen aus. Regler ist auf 0, das macht aber nichts. Zum Zeigen brauche ich nur den starken Lüfter einschalten. Jetzt schalte ich die Lüfterfunktion überhaupt mal wieder ein. Und genau hinhören. Starker Lüfter wieder aus. Und Lüfter aus. So. Vom Stand weg habe ich genau das gleiche gemacht. Ich habe künstlich den Lüfter von 0 auf volle Kraft, also auf die maximale Stufe, gesampelt, und zwar eben in einem einzigen Sample. Ja, ich habe diese zwei Loops vom starken und schwachen Lüfter eingebaut, das Einschalten natürlich auch, und habe es dann so bearbeitet, dass es einigermaßen, dass es sich halt einigermaßen fliegend anhört, dass ich von Null auch wirklich in den starken Lüfter komme. Das habe ich übrigens bei allen gemacht, also beim Klappenlüfter und auch bei der hohen Bauart. Das werde ich euch aber dann wahrscheinlich bei den anderen Bauarten nicht zeigen, weil das recht lange dauert, das Ganze. Die Funktionen sind bei allen gleich. Also egal, ob es die Pico oder die Rocco 1044 sind, die Funktionen sind immer die gleichen. Nur die Lüfter klingen anders, eben dementsprechend an die Bauart angepasst. So, ich würde sagen, ich pausiere kurz und dann stelle ich die Pico 1044 her. Und dann kommen wir mit dem nächsten Sound. Und währenddessen spiele ich ihr den Lüfter von der Klattenbauart auf, ja? Bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, man sieht schon, dass das hier die Pico 1044 ist. Man erkennt es natürlich ganz leicht an der Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung. Wie ihr hört, die Lok ist eben, wie vorhin besprochen, schon mal teilaktiviert. Das heißt, es läuft eigentlich alles außer der Lüfter. Und jetzt werden wir den Lüfter zuschalten, ja? Mit Nummer 9, so wie bei der anderen auch. Und zwar Lüfter, hohe Bauart. Wir schalten jetzt ein. Lüfter, hohe Bauart. Los geht's. So, Standgeräusch ist erreicht. Wir machen jetzt circa das gleiche wie vorhin. Ich schalte jetzt mal den Lüfter auf die starke Stufe. Los geht's. Und zurückschalten. Klingt schon anders, oder? Aber klingt sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Die Aufnahmen sind auch wirklich gut. Also die Qualität ist irrsinnig gut gemacht. Wie gesagt, ich kann Taurus-Fan nur 1000 Mal dafür danken. Das ist immer eine ziemliche Arbeit, solche Geräusche zu machen, also solche Samples. Aber letztendlich zahlt sich das dann doch sehr aus, muss man sagen. Es macht schon sehr viel Spaß. Vor allem jetzt mit diesen Aufnahmen, ja, sind die Projekte für mich persönlich, die ich jetzt da selbst gemacht habe,
Jetzt sind sie eigentlich komplett im Prinzip. Ja. Das Einzige, was man vielleicht dann noch hin und wieder mal ändern kann, das sind Kleinigkeiten, ob es die Türsounds sind oder auch die Ansagen, weil die Ansagen haben natürlich einen neuen Gong schon seit einiger Zeit, die tue ich jetzt da auch hin und wieder mal abändern. Ich habe die Ansagen schon geändert auf den neuen Gong, also ich habe die Samples schon, aber habe noch nicht alle gemacht für den Log-Programmer, nur wenige. So, ich würde sagen, wir machen das gleiche wie vorhin. Wir werden fahren und zwar im Automatikmodus vom Lüfter. Wir werden jetzt mal auf halbe Kraft beschleunigen. Los geht's. Also das nennt man, glaube ich, wirklich den Alpenstaubsauger. Der Sound mit den hohen Lüftern ist noch ein bisschen intensiver. So, wir schalten jetzt auf die maximale Stufe. So, maximale Geschwindigkeit erreicht. Jetzt schalten wir zurück auf die Hälfte. Und jetzt werden wir dann hier stehen bleiben im Bahnhof. Klingt schon sehr geil, finde ich. Ich finde, bei der Pico 1044, da habe ich einfach nur den Logsound 5 Lautsprecher genommen und den möglichst hohen Resonanzkörper montiert. Ich finde, das klingt hier bei dem Modell etwas besser als bei der Rocco. Aber die Rocco klingt auch nicht schlecht. Gefallen tut mir es mit dem Lautsprecher hier aber besser. Die habe ich auch anscheinend ein bisschen besser angepasst, weil ich ja die ganzen Soundslots immer einzeln bei jedem Projekt möglichst an das Modell anpasse, und zwar individuell, weil ein jedes Modell, eine jede Elektronik ist immer, auch wenn es Serienproduktion ist, ein wenig anders. Das liegt einfach unter anderem an diesen ganzen Toleranzen in den elektronischen Bauteilen. Ja? Ist vollkommen normal, das ist beim Decoder so, das ist bei den Platinen so, die in den Logs eingebaut sind, das ist beim Lautsprecher so, das ist immer, das ist was ganz Normales. Ja. Ich habe zum Beispiel bei der anderen, ja, bei der Rocco L44, wo ich gerade den Klappenlüfter-Sound aufspiele, habe ich die Hauptplatine von meiner beschädigten 1044 einbauen müssen, weil die standardmäßige Hauptplatine, da habe ich mit dem Logsound 4 und mit dem Logsound 5 sehr, sehr starke Traktionsprobleme gehabt. Ja. Da dürfte irgendetwas an irgendeinem Bauteil sein, wo ich beim Antrieb, also beim Fahren, immer Rucker dazwischen hatte. Sogar bei den schnellen Geschwindigkeiten. Ja. Immer hat die Lok so ein bisschen geruckt, man hat es sogar gesehen. Ja. Jetzt habe ich von meiner alten, ausrangierten, beschädigten 1044 die Hauptplatine mitsamt den LED-Platinen genommen, 1:1 umgebaut und auf einmal war das Rucken weg. Natürlich ist es nicht immer hundertprozentig, aber es ist um einiges besser. Also das Rucken merkt man bei der L44 jetzt nicht mehr, der ich die alte Platine verpasst habe. Da lobe ich mir zum Beispiel wieder die Pico-Elektronik, denn bis jetzt hatte ich, bis auf die 187er damals, eigentlich noch gar keine Probleme, was die Traktion angeht. Auch die Vectrons damals von Pico waren sehr gut in der Traktion, die nicht einmal einen Rucken hatten. Die 1044 mit Logsound 5 zweimal eingestellt, also inklusive den Feinjustieren, und sie ist gelaufen ohne Ruck,
und sie fährt auch im langsamen Bereich sehr, sehr gut. Also die Elektronik ist hier anscheinend ein bisschen ausgeklügelter und besser. Zumindest kommt es besser mit den ESO-Lok Sound 4 und 5 zurecht, so wie es scheint. Ja. Aber an sich, natürlich ist die Rocco 1044 trotzdem eine sehr gute Lok. Kann man sich so gesehen nicht beschweren. So, ich würde sagen, ich schalte mal den Lüfter runter, also ich halte den Lüfter jetzt im Standgeräusch und werde mit der Lok so wieder fahren. Los geht's. So, jetzt maximale Kraft. Jetzt auf halbe Kraft zurück. Und jetzt bleiben wir wieder im Bahnhof stehen. So, hoppla. So. Man hört hier auch ein bisschen besser das Ende vom Bremsenquietschen. Beim Exit, das hört man bei der Rocco auch gut, aber hier bei der Pico hört man es noch sehr viel besser raus. Aber ja, ich finde momentan ist die Pico 1044, die ich habe, eine der Referenzloks. Sowohl was das Modell technisch als auch den Sound angeht, weil hier anscheinend ein sehr guter Lautsprecher drinnen ist. Den habe ich einfach nur standardmäßig von dem Decoder, der dabei war, eingebaut. Und das hat anscheinend perfekt gepasst. Also wirklich super. Momentan unter den 1044ern meine Lieblingslok, die Pico, muss ich zugeben. Die Rocco mag ich deswegen nicht weniger, ja? Aber technisch gesehen ist für mich persönlich die Pico sehr, sehr gut und eben besser drauf. So, wir werden jetzt den Lüfter gleich auf volle Kraft schalten und dann so losfahren und wieder stehen bleiben. Und zurück. Der Alpenstaubsauger lässt grüßen. Hört ihr das? So, und wir werden stehen bleiben hier wieder. So, wir werden den Lüfter jetzt vom Starten auf 0 schalten, indem wir den Lüfter mit 9 einfach komplett abschalten. Los geht's. Gut, ich würde sagen,
Das war es jetzt auch mal mit dem Lüftergeräusch vom hohen Lüfter, also von der hohen Bauart. Klingt schon auf jeden Fall deutlich anders. Ja? Es handelt sich natürlich hierbei bei beiden Loks um Lok Sound 5. Bei der dritten Lok, also beim dritten Lüftersound, der wird aktuell noch immer auf die andere 1044, also L44 aufgespielt, nämlich der Lüfter von der glatten Bauart, was auch immer das genau heißt. Wenn der eine oder andere von euch dabei ist, der mir das erklären kann, dann bitte gerne in die Kommentare oder zumindest vielleicht einen Link oder so in die Kommentare hineinsetzen, wo man sich das vielleicht durchlesen kann, oder vielleicht gibt es Videos dazu, die das erklären, da wäre ich auch sehr froh darüber. Und ich danke dafür schon mal im Voraus. Ja. Ansonsten ist jetzt einmal auch der Teil vom Lüfter von der hohen Bauart fertig. Und als nächstes kommt dann eben der Lüfter von der glatten Bauart. Ja. Also zumindest heißt das so, Glattenlüfter. Ja. Wenn da irgendjemand was weiß, wie gesagt, sehr gerne in die Kommentare hineinfetzen, die Erklärungen oder Links, je nachdem. Ich würde sagen, wir pausieren jetzt mal kurz. Und ich warte jetzt mal, bis die 1044 beschrieben ist, und dann geht es natürlich weiter. Für euch sind das nur ein paar Sekunden, für mich dauert es noch eine Viertelstunde. Bis gleich. So. Ja. Jetzt haben wir, wie versprochen, die letzte Lok, also den letzten Sound von der 1044 L44, und zwar Lüfter der Klappenbauart. Ja? Ich würde sagen, wir schalten ihn mal zu mit F9 und los geht's. So, wir machen das gleiche Prozedere vorhin. Wir werden jetzt im Automatikmodus einfach, also Lüfterautomatikmodus, einfach wieder mal fahren. Wir beschleunigen mal auf halbe Kraft, danach auf volle, danach wieder auf halbe und danach bleiben wir stehen. Ja? Los geht's. Jetzt auf volle Kraft. Der Lüfter ist ein wenig leise, merke ich gerade. Den werde ich dann umstellen. Und stehen bleiben. So. Ich werde mal den Lüfter im Stand einschalten, also den starken. Los geht's. Ja, man merkt schon, dass der noch ein bisschen leise gestellt ist. Ich habe ja die Sounds nicht alle 100% auf das Modell eingestellt. Also jetzt nicht von der Lautstärke, sondern von der Anpassung her. Deswegen klingt das jetzt hier ein wenig leiser. Man hört ihn schon trotzdem noch sehr gut raus, aber er könnte auf jeden Fall lauter sein, keine Frage. Und
Man hört trotzdem auch gut raus, dass das wieder von dem Ton ganz ein anderer Lüfter ist. Ja? Klingt trotzdem sehr gut. Ich würde sagen, wir halten den Lüfter mal auf der jetzigen Stufe und fahren noch einmal volle Kraft. Und dann bleiben wir stehen. So, maximale Geschwindigkeit erreicht. Jetzt zurück. Und wir bleiben hier stehen. Und ich werde jetzt kurz etwas machen, ich werde den Lüfter lauter stellen. Wir sind gleich wieder da. So, ich habe es jetzt um 25% lauter geschalten, den Lüfter. Wir werden schauen, ob das jetzt was genutzt hat. Und wir schalten im Stand jetzt einmal auf den starken Lüfter. Los geht's. Ja, ist schon besser. Wir fahren gleich weiter. Jetzt auf halbe Kraft. So, ja, jetzt werden wir die Automatik wieder einschalten und werden das nochmal machen und dann war es das, glaube ich, eh schon. So, los geht's, Klappenlüfter, die zweite quasi. Ist schon besser eingestellt. So, nochmal volle Kraft.
So, zurück auf halbe. Lüfter lasse ich jetzt auf stark und wir bremsen in den Bahnhof rein. So, und Lüfter, den schalten wir jetzt ganz aus. So, und ich würde sagen, das war es jetzt mit diesem Lüftervideo von der 1044. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir rüsten ab. Klack. Sehr gut. Klingt schon mördergeil, LS5. Ja, ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr in einem Video diese drei verschiedenen, Lüfterbauarten der 1044, L44. Ich hoffe, euch gefällt das und euch bringt das etwas. Ich habe mich da bemüht, das zu machen. Ihr könnt natürlich da immer hin und her switchen. Schaut euch das Video einfach einmal ganz von vorne. Also ich hoffe, ihr habt euch das Video angeschaut von vorne bis hinten, dass ihr das also durchgehend, wenn ihr Zeit habt, dass ihr das wirklich schön 1:1 vergleichen könnt. Ich danke fürs Reinschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei den nächsten Videos hoffentlich wieder und vielleicht bald auch mit dem Euro Dual, denn ich habe schon einen bestellt. Gut, ich danke euch nochmals und abschließend möchte ich euch noch einen schönen Abend wünschen, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal wieder, gell? Ciao!